früher waren wir operativ immer schwach. Das heißt, wir haben immer Probleme gehabt in der Umsetzung mit irgendwelchen Sachen. Liegt in der Natur der Sache, weil wir ein Bootstrap der Agentur sind, dann teilweise schnell gewachsen sind, dann immer unsere Probleme hatten. Probleme im Marketing, Probleme im Service, Probleme im Sales, Probleme überall. So. Warum? Nee, stopp, Quatsch. Wir waren ganz gut in der Umsetzung. Also wir haben es umgesetzt bekommen, aber wir haben immer die falsche Strategie gehabt, das meine ich. Also wir haben es falsch gemacht. Also wir waren gut, etwas falsch zu machen. Gut darin, etwas falsch zu machen. Und jetzt mittlerweile sind wir schlecht darin, etwas richtig zu machen. Waren wir gut, etwas falsch zu machen, weil wir keine richtige Strategie hatten, aber gut einfach umgesetzt haben irgendwie, weil wir einfach gemacht haben. Solange wir noch klein waren, es schneller ging oder deutlich kleiner als jetzt. Jetzt sind wir strategisch voll stark geworden. Das heißt, wir haben richtig gute Ansätze, wir können richtig gut für uns planen, kriegen es aber nicht mehr gebacken, das kurzfristig und schnell umzusetzen halt. Das ist gerade so ein Problem, der eben wieder Service, Marketing, Sales betrifft. Das ist eben auch, was ich mit einem gewissen Emil gesprochen habe, dass ich das brauche oder dass die auch so in der Geschäftsleitung das haben und dass das jede Geschäftsführung, Geschäftsleitung braucht, dass das halt ein Standard sein muss ab einer bestimmten Größe, dass in einem gewissen Kreis halt strategische Entscheidungen getroffen werden, vielleicht auch mit einer operativen oder halt konzeptionellen Skizzierung dieser Strategie, wie man das umsetzen kann und das dann an die nächste Ebene weitergegeben wird, die das dann ausarbeitet, zur Freigabe vorlegt und dann ausrollt tatsächlich. Und das muss schnell gehen und super gut gehen und so. Da sehe ich gerade so die Probleme bei uns. So, das ist gerade so identifiziert. Ich habe mit Patrick so wirklich so Momente der Erleuchtung, was operative Sachen angeht, was wir tun müssten, um mega schnell Leads reinzubekommen. Und dann klingelt das Telefon und der Pitch steht an und das ist alles vom Tisch und wir müssen machen, machen, machen. Und das Operative, das, was wir die ganze Zeit dann ballern, ballert uns unsere ganzen operativen Ideen weg, die strategisch total wertvoll wären. Und da haben wir jetzt heute, habe ich mit Tim ein längeres Gespräch gehabt, dass wir da halt jetzt wieder versuchen müssen, schneller zu entscheiden und schneller direkt in die Umsetzung zu gehen. Und da wir das nicht schaffen, müssen dann eben Entscheidungen getroffen werden, dass halt noch jemand zum Beispiel in Sales kommt oder noch jemand in Marketing oder noch jemand in Service, damit noch deutlich einfacher delegiert werden kann und noch deutlich schneller umgesetzt werden kann. Da haben wir gerade so ein bisschen unser Problemchen. Ganz wichtiger Punkt, weil dann bist du da die ganze Zeit in deinem strategischen Gebilde und das ist schön und gut eben, weil so wie Marketing jetzt, aber es muss halt auch umgesetzt werden, es muss innerhalb von einem Zeitfenster irgendwie stehen und dann anfangen, Ergebnisse zu bewirken. Und das ist auch das, was eben ganz geil ist gerade, dass wir das im Marketing zum ersten Mal so richtig machen. Also zum ersten Mal, ich habe schon viel so Marketingstrategien, auch so Videos gemacht und so, und wie ist eigentlich unsere Strategie und so, aber die haben wir auch nicht umgesetzt gekriegt. Also ganz häufig nicht umgesetzt gekriegt. In Teilen immer, aber nie so richtig konsequent. Und jetzt ist eigentlich das erste Mal, dass wir uns hinsetzen und auch sagen, nee, wir sprechen nicht über das Konzeptionelle, nee, wir sprechen jetzt nicht über Zahlen, wir sprechen jetzt nicht darüber, wie wir das machen, wir sprechen nur darüber, warum und wohin und welche Tools haben wir, um wohin zu kommen. Also die Grundstrategie zu definieren, das ist auch mega wichtig, auch wenn man ein kleines Startup ist, von 2, 3 Leuten oder von 20, 30, wie auch immer, man später in der Konzeptionsphase immer mit der Strategie abgleichen kann und sagen kann, wir fangen gerade an, irgendwas zu recherchieren, was aber überhaupt nicht mit der Strategie mehr zu tun hat. Stopp, falsche Richtung. Und das ist halt jetzt wichtig für uns und ich glaube auch grundsätzlich, wenn man dann so eine Strategie macht, muss man sich hinten raus abgesichert haben, dass man auch die Konzeption dieser Strategie schafft, also die Ausarbeitung. Wie sehen dann die einzelnen Content Pieces aus? Wie sieht dann das Paid Marketing aus und so weiter und so fort? Und auch die operative Umsetzung am Ende. Also wer macht das denn? Wer macht die Anzeigen? Wer macht die Texte? Wer macht die Videos? Wer macht den ganzen Scheiß?